Herzlich willkommen, liebe Leute, ich bin's, euer Tom, und wir befinden uns wieder einmal auf der Map.de, das 2 in einem weiteren Overwatch-Fall. Ja, und das Suspect hat einen hohen Ping, hat 17 zu 6 Stats und kein Messer. Skin. So, da gucken wir uns das Ganze mal an. Er wusste auf jeden Fall ziemlich genau, dass er hochläuft. Erste auffällige Szene, die ich finde. Dann die One-Taps, die auch ein bisschen am Kopf kleben, muss ich sagen. Klar, das machen gute Spieler natürlich auch. Aber wir reden ja hier nicht von guten Spielern, sondern von random Matchmaking-Spielern, die ja, bestenfalls okay spielen. Ja. Und hey, ich sag ja auch mal, es hat einen Grund, warum die reported werden. Er ist da runtergeschlichen, bevor er geschossen hat. Genau. Also dieser Spieler hat definitiv, also ich will es ja noch nicht verschreien, ja, oder beschreien, aber ich denke, hier sehen wir einen Wallhack und Aimbotter, was natürlich cool wäre. Dann kommen wir mal im Best-of von 150 Overwatch-Fällen immer ein bisschen näher. Das würde mich persönlich erfreuen. Jo, also, 4 Leute in Katakomben. Und er versucht mit Single Shots mit seiner Deagle da Leute zu töten. Gelingt ihm aber nicht. Der Aimbot ist wahrscheinlich nicht so gut eingestellt. Aber warten wir mal ab, was noch kommt. Also, wir sind jetzt in Runde 17. Erste Runde haben die Counter-Terroristen gewonnen. Und er kauft sich eine Deagle. Jawohl, das ist natürlich immer. Ja, haben die gewonnen? Ja. Und bei dem Headshot war er definitiv nicht drauf, aber das heißt bei der Deagle natürlich nichts. Die ungenaueste Waffe in-game. Er kauft sich natürlich eine Arme, hält einmal drauf, denkt sich, oh nein, da werde ich von so vielen Leuten abgeaimt. Guck ich lieber nicht hin, ja. Und klar. Was er auch macht, ey. Wie er spielt, also. Der größte Bob überhaupt, ey. Da killt er seinen eigenen Mate, um davon abzulenken, dass er cheatet wahrscheinlich, keine Ahnung. Na gut, sein Mate trampelt natürlich wie ein Elefant. Da kann er schleichen, so viel er will. Ja, und sowas. Also ich weiß nicht, was er jetzt macht. Eben mit der USB hat er die Leute abgeaimt. Und er wusste hundertprozentig, wo die Leute stehen, ja. Und jetzt rennt er da rein wie der größte Lober. Und wie er auch verreist immer irgendwie. Und auch dieses ganze Gespringe, das geht mir sowas von auf die Eier, ey. Ohne Witz. Macht man halt einfach nicht. Das ist, oh, ich spring mal, zuck ein bisschen mit der Maus. Das. Warum? Warum macht man sowas? Ich versteh's nicht. Gut, ich muss natürlich sagen, das ist kein Vergleich zur Spielweise von den ersten 2 Runden, ja. Ja, da ist er auch dumm rumgesprungen. Aber bei weitem nicht so. Und auch nicht so verplant, vor allen Dingen. Egal, gucken wir uns das Ganze nochmal weiter an. Also ich hätte gesagt, so nach der ersten Runde werde ich ihn auf jeden Fall reporten. Aber jetzt hat er seinen Mates ja weniger geholfen als geschadet, würde ich sagen. Also ich meine, naja, wir sehen uns das weiter an, würde ich sagen. Ja. Gut, jetzt kommt einer von B hinten, also hinter ihm, B.
Ja, also wie gesagt, seine Spielweise ist trotzdem noch unerklärlich. Aber leider kann ich ihn Stand jetzt dafür nicht belangen. Also, ich meine, er kann ja nicht mal auf die Kiste springen, ordentliche. Na gut, den hat er jetzt natürlich abgeaimt. Und da war er natürlich wieder viel zu hoch. Also, ganz schlau werde ich aus dem Kerl hier nicht. Naja, warten wir mal ab. Jetzt geht er kurz. Kurz, sieht doch gut aus. Er kann das natürlich machen, diese zuckigen Bewegungen und dieses immer hin und her und verplante. Das haben wir ja schon bei mehreren gesehen. Dass es davon ablenkt, dass er einen Aimbot benutzt, ja. Dass er immer so hin und her zuckt. Ja? Also ihr das meine. Und auch sowas, also was macht man halt einfach nicht? Klar, der dann Step hört. Erstmal war das sein Teammate. Und zweitens, nein, sowas macht man nicht da. Das ist einfach eine unnatürliche Spielweise, die man nicht erklären kann. Und jetzt geht er natürlich wieder mit der Diegel los. Wie viel Geld hat er? 150, okay. Da ist er auch kurz zurückgesteppt, ja. Also ich finde diesen Spieler außerordentlich hackverdächtig. Aber sind wir mal ehrlich, die erste Runde war mega obvious, ja. Aber ich würde ungern einen wegen einer Runde, die zwar mega obvious war, aber halt nicht so, dass man ihn dafür wegsperren könnte. Hätte er nicht irgendwie einen durch die Wand geholt oder so, ne? Es waren ja schon Kills, die er alle gesehen hat. Ich bin der Meinung, ja, er hat an. Erste Runde war, keine Ahnung, ich werde mir die gleich nochmal angucken, ja. Was das aber nicht hilft jetzt, weil wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Und ja, die erste Runde war zwar auffällig, aber die restlichen Runden nicht. Und ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht. Also, wir schließen auf jeden Fall schon mal externe andere Hilfsmittel aus und Spielbehinderung auch, außer er ist behindert. Aber, also, man sagt das ja nur so. Ich meine das natürlich nicht böse mit. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja, also ich bin der Meinung, in der ersten Runde hatte er einen Wallhack und einen Aimbot am Start. Und deswegen werde ich hier die Beweislage eindeutig und ohne Zweifel machen. Schade, dass wir nicht mehr gesehen haben. Schade, dass wir nicht vorher eingeschaltet haben in das Spiel. Wir sind ja quasi mit der Pistol Round gestartet. Ja, ich kann mich irren. Hey, mein Gott, dieser Spieler wird sowieso nie gebannt, weil aufgrund der ersten Runde wird ihn keiner bannen, nur ich. Also, wie gesagt, erste Runde hatte er super mega an, wie ich finde. Und deswegen kriegt er jetzt auch Zielhilfe und Sichthilfe. Ich bedanke mich für euer Interesse. Schreibt mal in die Comments, was ihr darüber denkt. Ich werde mir jetzt nochmal die erste Runde angucken und sollte ich der anderer Meinung sein, werde ich es auch in die Comments schreiben. Aber ich denke nicht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und denkt dran, bleibt clean. Ich bin's, euer Tom. Auf Wiedersehen. Tschüss.